Okay, nochmal ein letztes Video von meinem tollen Hostel hier. Also, wenn man hier, hier ist so ein Privatzimmer, was ungefähr 20 Euro kostet. Naja, für zwei Personen, 10er die Nacht. Und wenn man hier rausguckt, oh, dann ist da die Jugend. Die Jugend guckt in ihre Handys, so wie überall. Hallo. Das ist wirklich unglaublich, like, wie nah Marokko ist. Und für die, die es nicht wissen und für die, die wenig Geld haben, checkt mal die Flüge von Berlin nach Marokko oder auch generell von Deutschland nach Marokko. Da fällt er nach hinten um. Es kostet nichts. Das ist, ich habe ungefähr viermal so viel wie für meine Fähre bezahlt, um die 12 Kilometer hier zu überwinden, wie einen Flug von Deutschland nach Marokko kostet. Also, alle, die wenig Geld haben und unbedingt mal exotische Länder sehen wollen, vergesst Ägypten und all den ganzen Kram. Nee, echt, fliegt nach Marokko. Das ist wirklich ridiculously, also wirklich absurd billig. So, ein letzter Blick über den Hafen und die Stadtmauer von Tangier. Righty, righty, right. Es folgt die erste Nacht im Zelt in Marokko. Also, wie ihr jetzt hier schon sehen könnt, bin ich in den beginnenden, also im Anfang vom Atlasgebirge. Und ja, habe mich dazu entschieden, zu einer Stadt namens Sichuan oder sowas zu fahren. Die blaue Stadt. Es wird bestimmt schön, da kann ich bestimmt gut GoPro'en. Und ja, da, naja, ich kann jetzt mal so ein paar Sachen einblenden, die ich heute gefilmt habe. So auf dem Weg, die Straßen und naja, alles, was man halt so sehen kann. Also an und für sich sind die Marokkaner ganz gute Autofahrer. Also verglichen mit anderen Autos, mit anderen Autofahrern, mit anderen Verkehrssituationen, die ich in der Welt so erlebt habe, passen die wirklich schon ganz gut auf. Also sind keine Raser und ich meine, weil das ja eh auch alles arme Leute hier sind, also allein deshalb rasen die schon nicht. Ne? Die wollen einfach sowohl das Material als auch die Spritkosten ersparen. Ne? Wenn man da jetzt irgendwie immer Vollgas gibt, das ist ja nicht. Die fahren allerdings auch die Autos einfach, bis sie auseinanderfallen. Die werden auch nicht repariert, bis einfach gar nichts mehr geht. Das ist so. Von der Sache her, wenn man Zeit hat, ist das ja ganz klug. Ne? Man fährt und fährt und fährt. Gerade in einer Welt, wo es einen absoluten Überfluss an Autos gibt. Ne? Fährst du und fährst du und fährst du. Und erst wenn es einfach zusammenbricht, das Auto, dann wird das halt repariert. Das ist natürlich. Das schließt natürlich nicht aus, dass man dann so Folgeschäden hat, die dann im Endeffekt viel teurer werden. Aber wie gesagt, wir leben in einer Autoüberflussgesellschaft. Und auch in Marokko gibt es Autos ohne Ende. Also. Auch relativ neue Autos, aber hier fahren auch noch viele alte Mercedes rum, was ich auch mega super finde. Also so die alten Strich 8er und so, die Bremer Mercedes-Busse sieht man viel. Die Düdos sieht man wenig, also das sind so die bisschen etwas größeren alten Mercedes-Busse. Gibt's auch, aber viel diese Bremer, also das Bremer Modell, diese 308er und so. Der Vorgänger vom Sprinter im Grunde genommen. Ja, also jetzt mir wurde auch gesagt, dass beim Fahrradfahren hier relativ raue Straßen wären, was anstrengend wäre. Habe ich zum Glück noch nicht erlebt, aber naja, ich bin jetzt 100 Kilometer im Land und da werde ich sicherlich noch die eine oder andere Erfahrung machen. Die Marokkaner sind ganz gut da drin, offenbar Straßen durch Gebirge zu bauen. Also man macht hier zwar schon ordentlich Höhenmeter, also ich musste auch schon mächtig schieben heute. Aber es ist die Steigung ist nicht ansatzweise so stark wie in den Bergen, die ich in Spanien im Durchschnitt erlebt habe. Also da Höhenmeter, also gibt immer mal wieder so krasse Stellen, wo man gerade so in Städten und so, oder da gibt es dann, keine Ahnung, so 15% oder 20% Steigung. Also da kannst du kaum das Fahrrad schieben. Aber so auf langen Strecken ist das super. Ja, ich habe jetzt hier am Straßenrand gecampt. Ich hoffe, der Verkehr wird ein bisschen ruhiger. Ich habe ja meine Ohrenstöpsel. Die Aussicht ist auf jeden Fall mal mega Bombe.
Die Sonne wird morgen hinter mir aufgehen wahrscheinlich. Oder na, wahrscheinlich eher rechts von mir. Naja, mal gucken, wie das Tal morgen ausgeleuchtet ist und ob ich da nochmal ein bisschen was filme davon. Ja, na cool. Und dann, wenn ich morgen, bin ich dann in der blauen Stadt und je nachdem, wann ich da bin, nehme ich mir dann da eventuell nochmal ein Hostel und bleib da. Also ich habe da nur Gutes von gehört. Das ist alles so fucking billig. Also es ist, Hostels da kosten 5 Euro die Nacht, in Marrakesch auch. Also das Tangier, das ist ja noch teuer mit so 9 bis 10 Euro pro Nacht. 5 Euro pro Nacht. Alrighty, righty, right. Es folgt die erste Nacht im Zelt in Marokko. Also wie ihr jetzt hier schon sehen könnt, bin ich in den beginnenden, also im Anfang vom Atlasgebirge. Und ja, habe mich dazu entschieden, zu einer Stadt namens Sichuan oder sowas zu fahren. Die blaue Stadt. Es wird bestimmt schön. Alright, Leute, also jetzt muss ich das Gerät nochmal anschalten. Hier kam vorhin jemand vorbei, als ich das Zelt aufgebaut habe, mit seinem Auto. Mal gefragt, wo ich herkomme. Aha, ja, Deutschland. Ob ich hier schlafe. Ja, alles gut. Und jetzt habe ich mich gerade schon hingelegt, Ohrenstöpsel drin. Mit einmal höre ich so am Zelt: Hey, Germany, are you sleeping? Also, in Deutschland schläfst du schon. Und dann, ja, mal gucken, was jetzt passiert. So, das Zelt aufgemacht, da steht doch tatsächlich der Typ vor mir und bringt mir das hier. Kann man sich das vorstellen? Ein fetter Laib Brot und ein Teller mit Essen. Leider mit Fisch, aber ich habe ihm dann gesagt, ich habe irgendwie Bauchschmerzen und kann nicht essen. Meinte er, behalt's, vielleicht hast du ja morgen früh Hunger. Also das ist ja wirklich, also mir wurde ja schon von marokkanischer Gastfreundschaft erzählt, aber dass mir hier das Essen ans Bett gebracht wird, das ist auf jeden Fall eine neue, sehr, sehr neue Erfahrung für mich. Wie geil ist das denn? Ja, mal gucken, vielleicht sehe ich den morgen wieder. Ich gehe dann mal wahrscheinlich hoch, um den Teller da zurückzubringen oder so. Alright, gute Nacht euch.